Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Fresh neuen Video hier auf diesem Kanal. Nach langer Zeit wieder ein neues Video von mir hier auf diesem Kanal. Es tut mir wahnsinnig leid, ich hatte in den letzten Wochen wirklich fast, also gar keine Zeit, Videos für euch aufzunehmen. Ich müsste eigentlich auch lernen, aber ein bisschen Zeit, ein bisschen Pause kann man immer gebrauchen dazwischen. Ganz fast ein Monat ist es her, dass hier das letzte Video erschienen ist. Und 3 Monate ist es her, dass ich das letzte Mal Bed Wars gespielt habe. Und nicht nur auf YouTube ist es 3 Monate lang her, nein. Es ist auch ganze 3 Monate her, das ist meine letzte Runde. Ja, also meine letzte Runde Bed Wars ist 3 Monate her. Normalerweise habe ich zwischendurch immer Bed Wars gespielt. Ich habe aber die Zeit leider nicht dafür gefunden. Und dachte mir, ich probiere es mal wieder aus nach 3 Monaten. Wie gut ich noch bin. Also ich war ja nie wirklich sehr gut in Bed Wars, das wissen wir eigentlich alle. Zumindest alle, die diesen Kanal schon längere Zeit verfolgen. Und ja, ich versuche natürlich die Videos zu produzieren, ich versuche natürlich Videos vorzuproduzieren. Nur es gelingt einem einfach halt nicht in einer stressigen Zeit. Deswegen, bitte verzeiht mir da, ich habe versucht natürlich das Ganze ein bisschen mit YouTube Shorts abzudecken, aber nur YouTube Shorts wäre halt auch ein bisschen, ich sag mal, blöd gekommen, weil YouTube Shorts sind halt, ja, sie sind schnell gemacht, man kann sie schnell schneiden, sind extrem, also sie sind nicht sehr aufwendig in der Produktion, ja, aber YouTube Shorts sind halt dann doch, ich meine, natürlich, sie bringen einem viele Klicks, das darf man nicht vergessen. Sie sind schon so, dass man sagt, man kann sich mit YouTube Shorts Abonnenten, ich sag mal, farmen, boosten. Aber jetzt kurz Konzentration. Tschüss. Schade, mein Freund. ja. Versuch was wert, dass er sich darüber baut, aber im Endeffekt ist er dann doch kläglich gescheitert. Oha, wo kommt er jetzt her auf einmal? Kurz mal nur geredet und man ist schon tot. Perfekt. Und gleich steht, your bed was the bed destroyed. Exakt. Ich habe so lange schon nicht mehr gespielt. Oh, okay. Jetzt aber schnell weg hier. Ja, okay, ich werde jetzt wahrscheinlich eh geholt. Jetzt ist es eh schon zu spät eigentlich, weil der Typ eh wieder regeneriert ist. Ich versuche nur einfach schnell abzuhauen von hier. Ja. Da kam der, okay. Bro, was versuchst du? Ich hab kein Bett mehr. Idiot. Scheiß drauf, wir gehen in die Offensive. Ja, perfekt. Haha, der hat gut funktioniert. Schade eigentlich. Naja, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. So, willkommen in der zweiten Runde. Okay. Ich versuche das Ganze jetzt mal ein bisschen schlauer anzugehen, wobei ich habe eigentlich, ich würde sagen, nichts viel falsch gemacht. Ich bin halt einfach schon ein bisschen aus der Übung. Ich habe generell, also schon generell ein bisschen längere Zeit her, dass ich Minecraft gespielt habe, vor allem Minecraft PvP. Und ja, das ist genau der Punkt, warum ich, glaube ich, jetzt ein bisschen aufgeschmissen war bei der ersten Runde. Wir waren natürlich, haben wir diese, wie lang war das? 3-4 Minuten? Nicht viel gebracht, hier sich grundlegend zu verbessern in der Strategie oder im Kampf. Aber doch, um ein bisschen, um wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Ganze hier nochmal abläuft. Ich meine, es sind hier natürlich extreme Schwitzer am Start wieder mal. Aber es ist doch eh immer so, also auf Hypixel sind eigentlich nur durchgehend Schwitzer. Also du hast wirklich teilweise Runden, wo du direkt gerusht wirst, da raste ich, also Bed Wars ist halt dann doch ein relativ bekanntes und beliebtes Spiel in Minecraft, dementsprechend gibt es ja auch Profis, ich zähle nicht dazu, wie man auch in den Runden sieht, und ja, aber ich versuche mein Bestes, ich will ja nicht quasi zeigen, so könnt ihr gut in Bed Wars sein. Das kann ich ja gar nicht, weil ich nicht mal so gut bin.
es dient einfach nur euch zur Unterhaltung. Mir macht es Spaß, dieses Spiel hier, Bedwars, zu spielen. Ich finde Bedwars ein relativ cooles und amüsantes Game. Natürlich, es in manchen Punkten ist es natürlich schon ein bisschen anstrengender. Und natürlich ist man, kann nicht immer ruhig bleiben in dem Game. Es wäre auch, ohne dem wäre es ja auch ein bisschen langweilig, meiner Meinung nach. Aber man muss, es ist halt, wenn man das länger nicht mehr spielt, ja, ist man einfach aus der Übung. Und dementsprechend gibt es hier auch viel, viel weitaus bessere Spieler hier auf diesem Server als mich. Und, ja, aber muss man einfach einsehen. Ich meine, wenn man sich die ersten Runden von mir anschaut auf diesem Kanal, die sind jetzt mittlerweile auch, glaube ich, schon 9 Monate her, 1 Jahr her. Ich weiß nicht mal, wann meine erste Folge Bad Wars war. Okay. Der ist jetzt sehr überraschend gekommen. Ja, okay, Bad Destroyed, ja, moin. Ja, Diggi. Jo, ach so, da. Verzauber das Eisenschwert. Mashallah, danke. Ja, hätte ich auch easy gewinnen können. Ich weiß gar nicht, wie lang mein erstes Video her ist. Das war der Satz, wo ich gerade gestoppt bin. Aber wir können das kurz mal nachschauen, wenn wir hier warten. Videos. Älteste. Meine erste Folge Bad Wars. Sky Wars? Bad Wars. 11 Monate, also fast 1 Jahr ist es her. Meine erste Folge Bad Wars. Und ich finde, im Vergleich zu der ersten Folge merkt man schon einen gewissen Unterschied, dass ich mich gebessert habe. Aber keinen immensen Unterschied. Also, ich meine, in elf Monaten hätte ich mich natürlich sehr verbessern können. Davon rede ich gar nicht, aber wenn man das nicht kontinuierlich spielt, dann kann man auch nicht wirklich besser werden. Und ich hatte auch in den Sommerferien nicht so viel Zeit. Ich war ja 3 Wochen auf Urlaub, ich war ja nicht da. Und die letzten Wochen habe ich dann einfach auch so ein bisschen mit meiner Familie genossen. Und natürlich, in den Sommerferien hatte ich natürlich mehr Zeit, das ist ganz klar. In den Sommerferien konnte ich auch mehr Videos für euch produzieren. Das ist aber auch ganz logisch, weil in den Ferien hat man natürlich mehr Zeit. In den Weihnachtsferien habe ich eigentlich auch nicht sehr viel zu tun. Ich meine, da kann ich in die ersten 2-3 Tage für die Weihnachtsferien vorproduzieren, weil dann bin ich wieder auf Urlaub. Ich bin relativ eingespannt vom Zeitplan her. Ich habe es natürlich in den ersten, als ich angekündigt habe, es kommt jeden Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag ein Video. Das ist in den ersten Wochen gut aufgegangen, aber dann hat der Stress eigentlich erst in der Schule angefangen. Und natürlich habe ich damit gerechnet, dass es stressig wird, aber für mich war auch ein bisschen überrascht, dass es dann doch so stressig wird, um keine freie Minute eigentlich zu finden, um Videos aufzunehmen. Und wenn man mal Zeit hatte, dann hat man die doch lieber mit der Familie verbracht, als hier vom Laptop, vom PC. Und ja, natürlich 3 Wochen kein Video hochzuladen, haben wir natürlich gedacht, wird ein Risiko sein, weil mir viele entfolgen werden, aber das Gegenteil ist passiert. Ich habe tatsächlich relativ viele Follower dazu gewonnen. Also ich weiß jetzt nicht mehr die Zahl auswendig, wie viele Abonnenten ich hatte, bevor ich in diese kleine Break gegangen bin, quasi in diese kleine Pause. Und ja, aber ich glaube, es sind dann doch so um die 20 Stück dazu gekommen, wenn nicht sogar mehr. Wir sind kurz vor den 400 Abonnenten. Vielen Dank dafür. Und wie schon gesagt, also wir sind circa, ich glaube, es sind circa 20 Abonnenten dazugekommen. Und das ist natürlich für mich einfach eine relativ hohe Zahl, und über die ich auch sehr glücklich bin, denn meine Angst war ja dann doch, dass ich relativ viele Abonnenten verlieren werde, weil ich einfach keine Zeit mehr habe. Jo. Ah, oh Gott. Ja. Puh, jo. Einmal einen Aussichtstower spawnen und man ist schon tot, weil man ihn so dumm platziert, dass man sich selber einsperrt. Ja, das kann auch passieren, aber ja. So, die Frage ist, kann ich jetzt überhaupt in die Türme rein? Weil ich meine, nö, einfach nein. Na, komme ich nicht rein, schade.
Ah, ich bin genau auf der Seite von den Leitern. Naja. Auch sehr gut. Zack. Dann zack, 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 zack. Und da machen wir einfach zu. So. Dass wir hier reinkommen und dann passt es eigentlich schon. Jo, es leben tatsächlich, was ist, leben tatsächlich relativ wenige. Was mache ich eigentlich mit den Geschenken? Oder was kann ich damit machen? Gute Frage. Jo. Ich sollte mich jetzt eher mich für einen Kampf vorbereiten. Ein paar Feuerbälle. Und Rüstung vielleicht. Rüstung ist auch keine schlechte Idee. Jo. Ich glaube, das wird dann auch schon die letzte Folge, also die letzte Runde sein. Weil dann sollte ich mich wieder... Video muss ich auch noch schneiden. Geplant hatte ich eigentlich, dass es dieses Wochenende... da das verlängertes Wochenende ist und ich genug Zeit habe zum Lernen, Videos vorzuproduzieren. Aber versprechen kann ich natürlich nichts. Ich bin jetzt auf jeden Fall froh, dass ich mal jetzt schon zu diesem Video hier komme überhaupt. Aber auf jeden Fall, vielleicht dachten manche von euch, dass ich aufhöre mit YouTube. Nein, aber es ist halt, wie schon gesagt, Zeitfaktor. Ist hier ein großes, relativ großes Problem. Und ja. So, ich wollte jetzt eigentlich in die Mitte gehen und ein paar Emeralds holen. Und um uns dementsprechend halt auszurüsten. Und ja. Wir sind eh schon 4 Minuten in der Runde. Also wir haben länger überlegt, als in den letzten 2 Runden. Okay, zusammen nicht ganz, aber. So, Daumen mal Pi. Und. sind meine Stimme los. Und ja. Bin froh auf jeden Fall, dass ich dieses Video mal hinkriege, dass ich dafür die Zeit gefunden habe, zwischendurch. Und, jo. So. War es natürlich ein bisschen dumm, habe ein bisschen Damage kassiert. Das heißt, wenn jetzt wer kommen würde, bin ich relativ schwach. Das können wir also auch mal. Wir könnten zu Weiß gehen. Bad Destroyer von wem? Okay. Wir gehen mal weg, sagen wir es mal so. Ja, perfekt. Schade eigentlich. Das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut rein. Euer Mike.